Also das hier ist die kleine Mascha und man könnte, hier hinten ist die Olivia, beide Schwestern, und man könnte fast sagen, bestellt und nicht abgeholt. Sie kamen aus Trapani, weil sie eine Anfrage hatten und sind dann leider eben nicht abgeholt worden. Ja, sie ist nicht gewohnt, an der Leine zu sein, das macht ihr ein bisschen Angst, aber sie will frei laufen. Aber dann kann ich sie nicht so gut vorstellen, weil dann ist immer nur irgendwo ein Punkt in der Ferne zu sehen. Aber sie ist sonst, wenn sie in der großen Gruppe läuft, eine absolute Seele. Und wer kennt diese zwei Popos? Das eine ist die Mascha, die helle, und das hier ist die Olivia. Und ihre Lieblingsbeschäftigung ist, arme Eidechseln zu fangen. Hier, bitte sehr. Zwei Popos, die da wackeln und wedeln. Hm? Also, schauen wir mal, dass wir sie auch von vorne kriegen. Also hier noch einmal die Mascha. Wie gesagt, sie ist im Tierheim in Trapani, ist sie fast gestorben, weil sie sich wirklich aufgegeben hatte, war nur mehr Haut und Knochen. Das ist lange vorbei, es geht ihr wunderbar. Sie ist nicht dick, aber sie ist gut in Form und ist eigentlich eine super tolle Hündin. Wie gesagt, hier ist sie jetzt, sie weiß gar nicht, was wir von ihr wollen. Das ist, hat sie noch, das kennt sie nicht so, dass wir ein bisschen Zeit haben für sie und sie so vorstellen. Aber ja, wir werden uns bemühen, das öfters zu machen, gell, Mascha? Eine hübsche, zierliche, sehr junge Hündin noch, und auch sie würde sich über ein Zuhause freuen, gell? Weil bestellt und nicht abgeholt ist irgendwie gar nicht nett. Also hier unsere süße Mascha.